Hallo, liebe Akademie-Mitglieder. Diese Woche wieder Anfang November, also deswegen drin in Golfclub Velbert. Und herzlich willkommen zu einer Fortführung von unserer Mythos-Serie, weil gestern ist mir was im Unterricht passiert, was seit einer ganzen Weile nicht passiert ist. Und zwar, dass ein Schüler nach einem leicht dünnen Schlag sagte, naja, hätte er ja schon wieder hochgeguckt. Und ich war völlig schockiert und sagte, wie hochschauen? Sie wissen doch, dass das wirklich ein Mythos ist und haben wir tatsächlich ein Gespräch angefangen, wo er zwar gehört hätte, dass das irgendwie nicht ganz richtig ist, aber glaubte tatsächlich daran und hat sogar natürlich das Gegenteil, das Kopf runterhalten, geübt. Und deswegen hat er tatsächlich sein Problem verschlechtert, indem dass er dachte, dass Hochgucken tatsächlich ein Thema ist. Und das werden wir heute natürlich in diesem Video als extra Teil der Mythos-Serie für Sie beheben. Also worum geht's denn, wenn man tatsächlich nicht hochguckt und das ist ja alles Blödsinn? Naja, das ist ja so, dass man kann es ja eigentlich verstehen, warum Leute sagen, dass sie hochgucken, weil wenn ich einen Ball fett schlage oder dünn schlage, dann ist es tatsächlich so, dass ich den in der Aufwärtsbewegung geschlagen habe. Also irgendwie befand den tiefsten Punkt sich vorm Ball und ich gehe da in den Ball hinein nach oben. Und natürlich, ich nehme das erst wahr in dem Moment, als ich den Golfball tatsächlich schlage. Und deswegen, wenn ich natürlich auf dem Weg hier oben bin, durch die Reizgeschwindigkeit des Körpers und so weiter, bin ich schon in dieser Position und denke, ah ja, ich habe doch hochgeguckt und schau natürlich mehr nach unten, wo das natürlich nicht die Ursache des Problems war, sondern die Ursache liegt daran, wie gesagt, dass ich den Ball nicht zuerst getroffen habe, sondern der tiefste Punkt in dem Schwungbogen des Schläges befindet sich vor dem Ball hier. Und dann der Schläger steigt in den Ball hinein und wenn ich keinen Boden vor dem Ball getroffen habe, dann dünne ich ihn übers Grün. Und natürlich, wenn Boden schon getroffen wurde vom Ball, dann nennen wir das ja fett. Die Tatsache, dass mir das erst bewusst ist, ein Bruchteil eine Sekunde später, bedeutet, dass ich irgendwie vielleicht doch auf die Idee komme, dass ich hochgeschaut habe. In Wirklichkeit liegt die Ursache natürlich an dem Ort des tiefsten Punktes und das ist das, was wir heute beheben wollen. Insbesondere in Deutschland reden wir viel über das später Schlagen und es wird häufig als Lösung angeboten gegen fett und dünne Chips, dass man spät schlägt. Und das bedeutet, dass ich den Winkel zwischen Arm und Körper möglichst spät auflöse mit irgend so einer Art Bewegung. Was natürlich im kurzen Spiel ein bisschen fragwürdig ist, nicht nur deswegen, weil man ja kaum Lenkcontroller hat dadurch, sondern auch, dass es eigentlich nicht der Winkel an sich, was das Problem ist, sondern der Ort des tiefsten Punkts. So, mit zum Beispiel, jetzt habe ich ein Eisen 6 und werde da drüben chippen. Das bringt mir natürlich ganz wenig, ganz steil runter auf den Ball zu schlagen mit Eisen 6, weil ich so viel D-Loft habe, dass dann kein Schlag dabei rauskommt. So, was muss ich machen? Ich muss der tiefste Punkt des Schwungs oder der Schwungbahn bekannt machen. So, wie mache ich das? Ganz einfach, dass ich neben dem Ball hier stehe und mache ein paar Probeschwünge und schaue dort, wo mein Schläger den Boden berührt oder durchbürstet. Und wenn alles in Ordnung ist, werden Sie sehen, dass Sie nach dem Ball oder zumindest kurz nach dem Ball den Boden hier schlagen. Wenn Sie die Neigung haben, fett oder dünn zu schlagen, wenn Sie sehen, der tiefste Punkt befindet sich häufig ein bisschen zu weit nach rechts. Und übrigens ist es völlig okay, wenn der tiefste Punkt ganz weit nach links ist. Der Winkel, an dem Sie an den Ball nach unten kommen, ist so gering, dass das ganz in Ordnung ist. So, wenn ich festgestellt hätte, dass mein tiefster Punkt im falschen Ort ist, was kann ich ja dann machen? Also das, was eigentlich der Ort des tiefsten Punkts zu einem Großteil auslöst, ist der Körperschwerpunkt. Und durch eine ganz einfache Übung, dass ich mir einfach bewusst mache, wo mein Körperschwerpunkt ist, ich halte meinen Schläger am Hals hier und bewege nach vorne auf dem linken Fuß und mache jetzt wieder ein paar Probeschwünge, dann merke ich, aha, der tiefste Punkt hat sich jetzt nach links bewegt. Alles gut. Ich kann sogar der tiefste Punkt noch weiter nach links bewegen, indem dass ich meinen Körper freigebe im Durchschwung. Also im Chippen müssen Sie auch nicht still bleiben und nur die Hände und Arme nutzen. Gucken Sie die Topspieler an.
die bewegen sich schon mit dem Körper relativ weit vorne, so wie ich hier auf einem ganz kurzen Chip. Der Ball wird hier nur 2-3 Meter fliegen. Ja, so an einem kurzen Chip. Trotzdem habe ich eine solche Bewegung, um den Körperschwerpunkt und somit der tiefste Punkt des Schwungs noch weiter links zu bewegen. Ja, also es hat eher wenig mit dem Winkeln der Hände und Arme zu tun, sondern mit dem tiefsten Punkt und meinem Körperschwerpunkt. Und das ist das, was Sie trainieren sollten. Stellen Sie sich neben dem Ball einfach, machen ein paar Probeschwünge, finde heraus, wo Sie normalerweise den tiefsten Punkt haben. Und das können Sie über entweder statisch, also in der Ansprechposition, den tiefsten Punkt nach links begeben, oder dynamisch, also währenddessen, sodass Sie trotzdem schön flach an den Ball rankommen, mit einem Eisen 6 zum Beispiel, und trotzdem den tiefsten Punkt im richtigen Ort haben. So habe ich einen knackigen Ball gemacht, viel ausgerollt, flach trotzdem an den Ball, also nicht steil runter, aber durch tiefste Punkt im richtigen Ort, alles gut. Also hochschauen machen wir auch nicht. Viel Spaß damit.